one! It's a fucking big one! Dude, you saw that? Oh man! Awesome! Oh, what the fuck! So few fishes! Oh. I like big fish and I cannot lie. Oh yeah! Und damit dicken, fetten, platten Moonfisch. Hallihallo. Das ist das Geilste. Ziehen wir rein. Oh. Neue Folge Angelschwarm. Oh, dieses Mäulchen. Oh, it's a big one. Oh. Ich drück mal Start, oder? Nein, nein. Ich möchte noch diese elegante... Oh, ja. Zieh ihn aus. Ja. Wie er sich wehrt. Wie er sich wehrt. It's a big one. Oh. Gonna kiss them all. Okay, komm. Also, neue Moin. Folge, moin, neues Glück, neues Angelvergnügen. Natürlich wieder Arcade-lastig bis zum geht nicht mehr. Ah, herrlich, ey. Diesmal aber nicht nur Barsche, sondern alles, was die Südsee zu bieten hat. Und Captain Pete ist auch dabei. Namens Moin. Ja, Korallen, ich glaube, Korallenriff war ziemlich geil, aber... Ja, mach glaub, mal, oder? Ich hätte jetzt Bock auf das, das sieht nicht so düster aus, da findet man bestimmt auch... Düster, das ist ein Sonnenuntergang, das ist... Ja. Das ist Ambiente, ist das. Das ist doch nicht düster. Also das ist düster. Wenn die Sonne untergegangen ist, ist das düster. Was ist denn dann bitte so ein, wie heißt das hier, wo tote Menschen liegen, so Nekrophile und so? Das ist romantisch. Das ist pure Romantik. du kleiner Nekrophile. Das Geile ist auch, dass man hier in der Nähe von einem Kreuzfahrtschiff angelt. Finde ich ganz witzig. Ich finde den Leuchtturm eher interessant. Ah, hier sieht man nämlich auch... Eine Boje. Hier sind so ein paar Anmerkungen. Hier sieht man auch, was genau die Dinger machen. Jerk. Hier. Jerk it off. Genau, hier die versinkt halt. Das war aber bei den anderen auch so. Ja, aber hier steht halt oben auch noch diese, weißt du, Floating, Diving, hier sind halt so... Okay, aber bei den anderen stand es irgendwie noch darunter. Ich nehme mal den Popper. Ganz unverbindlich. Ganz unverbindlich, den Popper. Hast du denn noch den... Kein Medikament dabei, das Poppers. Selbstverständlich. Also ich glaube, das ist einer, der auf dem Boden nicht auf dem Boden sinkt, ja, sondern eben an der Oberfläche herumwirbelt. Wow, ich bin begeistert. Also wir sehen hier ein Meer aus Braun. Jetzt kann man sich schon mal den Überblick verschaffen. Da kommt was. Ja? Du hältst doch gar nicht an, ne? Ja, ich halte auch nicht an, weil ich neu auswerfen wollte. Ja, sie haben auch einfach mal richtig übertrieben. Ich wollte jetzt was zum... Wolltest du die Möwe angeln? Ich weiß nicht, ob man die angeln kann, ja. Wie wechsle ich nochmal das Gerät? Auf X oder Y? Oder B? Auf Y. Ich will jetzt was versinkt, nämlich... Ja, Sinking. Ja, nehmen wir die doch mal. Big Metal Jig. Und da hinten? It's a Jigsaw. Da habe ich doch gesehen. Das wäre auch geil, mit einer Kettensäge angeln. Oh ja. Stellt es euch vor, statt ein Netz kommt direkt die Kettensäge zum Einsatz. Ja, man macht wie Humor und angelt einfach direkt mit der elektrischen Lampe. Ja. Da komm, da ist doch was. Oder wie Onkel Ned und, verdammt, wie heißt der nochmal? Ne, Onkel Jimbo und Ned. Mit Dynamit, wie in South Park. Dynamit verschicken, aber das gibt's auch in Wirklichkeit, ne? Ja, ich weiß. Ich sehe es immer gerne, wenn die Leute sich die Hände absprengen. Also... Wow, du bringst uns hier ja echt geile Action mit. Ja, ich muss sagen, irgendwie die Fische, Sonnenuntergangsstimmung, die sind schon alle am Schlafen. Womöglich, da ist wer. Ja. Hab ich den gesehen, aber ich weiß nicht, die sinkt auch so schnell. Ja, natürlich, weil das ein Sinkender ist. Ja, aber man muss doch irgendwie noch... Also, das ist jetzt traurig. Oh, ja, das ist sehr traurig. Ich werde mich bei meinem Angelverein beschweren. Sie beliefern uns hier in den ersten 4 Minuten ja ordentlich Action, okay, mein Freund. Ich muss sagen, ich werde jetzt egoistisch einfach nochmal hier kurz die Route ziehen. Ja. Sie ziehen den Schwanz ein. Was ist da unten denn? Ein U-Boot? Ja, Mann! Das hätte ich ja rausgefischt. Ja, du musst uns einfach mal sinken lassen, weil irgendwo auf dieser mittleren Ebene... Oder nimm einfach bitte was anderes. Mach uns... was anderes. Floating. Mach uns doch hier mal was Richtiges hier. Lipless. Diving ist, glaube ich, ganz gut. Das ist halt nicht so... Ja, der sinkt halt so ganz langsam, wa? Ja, da habe ich auch mehr Bock drauf irgendwie, weil... Vielleicht auch so... Darfst du auch nochmal nach links ausschwenken? Hier ist doch was. Ja. Aber der singt irgendwie gar nicht. Ja, jetzt. Ja, genau. Ach so, der singt immer nur, wenn man dran zieht. Ja, genau. Und da kommt er schon. Meine Güte, ist zwar jetzt nur ein kleines Fischlein, womöglich, aber man beißt mal was. Ja, genau. Ja, genau. Hier muss man auch mal mit der Rute nachschwenken. Das war beim anderen aber auch. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, auf was ich jetzt achten soll. Auf den Fisch oder auf das... Auf die Punkte. Ja, Gehänge des Typen. Und wo guckt der Fisch hin? Ohne Scheiß, hast du gesehen, wo er hinguckt? Nach links, bitte zieh nach links. Ja, okay, links von der... Da hinten hast du auch... Ja, genau, da plätschert es. Oh, die Zeit! Time's up! Okay, ich gebe weiter. Na bitte! Ja, hier. Lieber folglos, aber ein Thunfisch mit Abendbrot ist schon mal gesehen. Hier ist es auch so, dass der Kartenmodus einem nur eine Minute Zeit lässt. Ja, das war auch ein bisschen ungewohnt. Ja. Ah! Egal, da kann ich mit leben! Oh, oh, oh. Ich mag die Mucke auch so, weißt du? Das ist Arcade-Feeling, ja. Und da ist eine Schildkröte, hast du sie gesehen? Ja. Leider weiß ich nicht. Sehr selten, glaube ich. Na, es geht. Wonderful! Schön, schön. Der ist normal, der ist nochmal ein bisschen größer direkt. Ja. Was haben, oh ja, gut. Viel größer. Jetzt ein Dolphinfisch. Guck mal, jetzt gibt es nicht nur Delfine, sondern auch Fischdelfine. Ja, alles was man so ins Netz kriegt, wird dann als Fisch bezeichnet, ne? Interessant, interessant. Ich würde aber gerne mal einen von diesen Schwertfischen jetzt hier sehen. Die sind eigentlich die größten, ja. Ja, kommt halt drauf an. Das liegt auch an der Karte, glaube ich. Wir hatten auf in dieser Lagune hatten wir mal mehr Erfolg. Damn it! Ja, du wolltest ja unbedingt das mit dem Düstern am Ende. Ja, mal was anderes. Ja, mal was anderes. Für sie war es ja ein romantischer Sonnenuntergang. Ja, ich weiß. Ist eben anders als so mancher Friedhof. Ja, das stimmt allerdings. Obwohl die Musik passt auch zu Death Metal-mäßig. Ja, das ist typisch arcadiges Sega. Ja, ist geil. So wie es sein sollte. Oh, das ist schon wieder derselbe Guppi, der mir auf den Schwanz stiert, ey. Guck ihn dir an, der kleine, verlogene Bastard. 2 Sekunden hast du dazu gewonnen, immerhin, immerhin. Ah, erstmal hier anderen nehmen. Nimm doch mal, hier, nimm doch mal irgendwas. Den hier. Sinking, nee, das ist nicht so geil. Doch. Brauchen wir mal was da rumkommen. Ich sage, sie fangen damit nicht. Ja doch, ich mach da jetzt mal was draus. In 5 Sekunden. Ja. Ah, ich darf hier nochmal einmal... Ja. Deswegen. Time is up. Vielleicht hätten wir auch sonst den Originalmodus nehmen können, aber... Das wusste ich auch nicht mehr. Reel up, reel up. Müssen wir eben. Ja, ich weiß, aber du kannst halt auch hier einfach mit der Route hin und her zappeln. Genau das. Ja, guck mal, da holen wir was aus den Untiefen. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Nee, das ist mal wieder was anderes, oder? Das sieht so aus. Geht auch mit Kreuzung auf beiden, man weiß ja nie, was da passiert ist. Oh. Aber ob der kommt, ne? Ob der kommt. Ich weiß es nicht. Ihr seht ja auch, die Anzeige ist ein bisschen anders, ist jetzt halt unüblich. Ich bin auch mega am Kämpfen hier. Nee, nicht wirklich. Aber vom Prinzip oh ja, endlich kommt mal das Netz zum Einsatz. Wo ist die Kettensäge? Und Captain Pete angelt ihn am Fisch. Ja, guck mal, ne? Von wegen hier. So, das ist ein richtiger Typ. Das ist ein Fisch, das ist ein Tuna, oder? Amberjack. Amberjack. Wer kennt ihn nicht? Ich. Ja, okay. Lesen Sie die Bibel. Lies einfach mal in der... Guck mal, Time Bonus. Fischfibel. Ne, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber vielleicht... Da ist doch noch was zu holen. Ja, ich weiß, aber ich versuche gerade extra noch mal so ein bisschen nach rechts zu schwenken. Ist das die Schildkröte? Nein, ich will eine Schildkröte angeln. Das ist die Steinkröte. Das ist die Steinkröte. Wir nehmen jetzt gleich auf jeden Fall hier, sobald das Pantino durch ist, eine andere Strecke. Ja, ja, das ist die Lagune da, oder wie das hieß. Komm schon. Na egal. Hey, wir nehmen jetzt eine andere. Ja, lass mal hier diese Lagune oder was das war. Ja. Übrigens, immer noch nicht... Fishing. Ja, man sieht auch nochmal, was man geangelt hat. Ja. Finde ich sehr gut. Ja, das ist echt geil. Game over. Oh. Das Pendel. Ja, die Animation ist doch schon geil. Das Spiel insgesamt eigentlich echt ganz nett. Im Gegensatz zum... Ich finde das Hammer. Das ist wesentlich richtig geil. Ja, ich finde das richtig geil. Das eigentlich so mein Lieblingsangelspiel, aber auch nur, weil es das detaillierteste Angelspiel ist, was ich besitze. Ja, ach, Korallenriff. Ja, genau, Korallenriff. Ja, ihr Turn. Und ich will jetzt hier Action sehen. Ja, hier hole ich was raus. Da war ich letztes Mal richtig gut, als wir das letzte Mal gespielt haben. Ja, was waren da nochmal so? Ja, Haie und Schwertfische. Ja, Haie und Riesenschwertfische halt. Delfine mit viel Mayo. Delfine habe ich glaube ich nicht gefangen, ich weiß es nicht. Ah, gegessen haben sie dann auf jeden Fall. Ja, das ist klar. Der Thunfischmarkt liebt Delfine. Ja, der Sailfish, der Salafisch. Der Salafisch. Schauen wir mal, was hier... nimm den da. Ne, der sieht cool aus. Ja, der sieht cool aus. Floating. Ja, sieht lustig aus. Wie so ein Vogel eigentlich. Ja, ja. Okay. Der Big Pencil Popper. Okay. Big Pencil Popper. Ah, die Fresse. Ich wollte schon sagen hier. Zack, dann mal gucken. Oh, da ist das. Ah, das sind aber so kleine Jungs. Ja, das sind Barracuda. Da ist der Barracuda. Sehr geil. Ja, ich sag ja, hier ist einfach mehr los. Ich vermisse das alte Sega, Mann, mit der Mucke und dem ganzen Scheiß, ey. Ich verstehe nicht, was daraus geworden ist. Wo sind die Spielhallen hin? Ja, nachdem der Präsident gestorben ist, war es das mit Sega. Und nachdem die Dreamcast eingestellt war, war es das mit Sega. Der hat sein Privatvermögen auch teilweise reingehauen. Ja, der hat sein Privatvermögen da reingehauen, damit die nicht pleite gehen, ey. Aber man sieht ja, was die daraus gemacht haben. Bullshit! Oh, das ist schicker Barracuda. Das ist der Great Barracuda. Oh, der schnappt sogar noch. Ja, der schnappt ja auch gleich den Schwanz ab, ey. So. Ich hab gesehen, dass sie ein Auge auf... Ja, genau, dieses Türmchen da geworfen haben. Ja, sicher, hinter solchen Sachen verstecken die sich auch ganz gerne. Das kennt man ja auch. Es gibt übrigens auch Minigames, ne? Warst du dabei, wo wir die gespielt haben? Nee, mit Sönke auch? Nee, glaub nicht. So... Ja, oh, in der Stadt, dass ich die Heck, ich wollte... Der dicke Moonfish müsste es, glaube ich, sein. Limebreak, aber den wollte ich auch gar nicht haben. Ja. Wie kommst du, dass du so viel Zeit hast? Bonus. Ah, nice. Hat er so viel Bonus gegeben? Ich glaube schon, ja. Krass. Oder man hat auch mehr auf diese weiß ich jetzt auch nicht. Muss noch weitergehen. Da ist er. Ich doch haben. Wunderbar. Ja, das sind auch die Fische, die so richtig, durch die Gegend springen. Jetzt musst du nur aufpassen, ey. Immer schön langsam drehen. Ja, zwischendurch müssen wir halt auch mal du musst halt wirklich dann immer so dieses echt konstante Drehen so. Und auch genau mit dem Hin und Her, ey. Die verlangen einem schon ein bisschen was ab, ey. Jetzt wird hier was geliefert. Ja, den hat er. Marvelous Flawless Victory. Also noch kleinere, die ganz großen, die werden ja zur Zeit gehalten. Auf jeden, ja. Oh, aber schon ordentlich erfahren. Das ist einer. Das ist ansehnlich. Ja, doch. Ich hätte jetzt gerne nochmal so einen riesen... Ja, 7 Sekunden gab es immerhin. Ja. Komm, hier, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, da ist auch was gewesen, ja. Nochmal hier in die Ecke, voll im Steg oder das. Jo. Das sind hier wieder diese kleinen Barracudas, ich hätte gerne wieder so einen riesen. Hättest du uns vielleicht auch an Dings nehmen müssen. Aber man weiß es nicht, Da unten ist doch einer, komm Junge. Ja. Komm Junge, ich habe was Feines für dich ausgeworfen. Ich habe da mal was vorbereitet. Good Action! Okay. Nothing. Ja, okay, ich werfe jetzt nochmal aus, aber ist ja eigentlich hoffnungslos hier. Hätte auch mir schon mal geben können. Ja, das stimmt. Oh egal, den nehme ich mir dann mal direkt. Ja, den gönnen Sie sich, das wird ja eben im Gras vorgebracht. Das wird meiner. Och, und dann lässt er los. Der kleine Wichser, aber da kommt was. Oh, süß, ist ein Guppi. Ja, das ist was Feines. Ist ein Guppi. Keine Animation, kein gar nichts, einfach direkt in der Hand. Oh, guck mal, er ist mit runtergefallen. Der ist wirklich süß, also niedlich. Komm, häng dir einen Haken und wirf nochmal aus. Hi, Kleiner! Hallo! Ja genau, ich brauche einen anderen, ne? Hier, immer den, Floating. Der andere war aber auch Floaten, ne? Ja. Ich bin doch eigentlich diese Diving geil, ja genau. Ja, aber ich glaube, dieser rote war auch geil, wenn wir da gehen. Ja, probier mal dann. Deep Diver Minnow. Deep Diving. Wenn einer sich wirklich mit Angeln auskennt, der weiß ja wahrscheinlich ganz genau, was da für Dinger sind, so. Ja. Oh, aber der scheint, der ist groß. Ich hoffe doch. Es kann sogar sein, dass du den in 30 Sekunden gar nicht an Bord holst. Die Wette versuche ich zu gewinnen. Ja, ich hoffe auch, dass du schaffst, aber die machen halt schon ordentlich Krawall, die Jungs. Ja, ich merke das schon. Come on. Aber ey, der hat jetzt gerade eben auch schon direkt Bonuszeit gegeben. Nee, nichts da, Alter, nichts da. Du gehörst mir. Ja, guck mal, der ist schon am Boot. Jawohl, den hat er. Nice. Ja, guck mal, der ist doch... hast du dir gemerkt, wie groß deiner war? Ja, ich glaube 1,3 hatte ich. Oder auch 1,4, ich weiß nicht. Egal, wenn es 1,3 war oder 1,4, ich war besser. Ja. Solange der nicht von 2 Leuten getragen wird, dann will ich mich nicht geschlagen. Ah. Naja. Ja, ich glaube, das war auch ein ganz gutes Ende hier, ne? Ja, würde ich auch sagen. Schicken Fang am Ende. Wir hauen jetzt erstmal die Pfanne an. Schicken mit Butter und Zwiebeln wird der jetzt gedinstet. Lecker. Alles klar. Macht's Jungs, gut, Mädels, haut mir rein. Swallow und so, ne? Und... Gib die Ohren steif. Auf jeden. Bis dann.